Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte noch mal ganz grundsätzlich etwas dazu sagen. Was bedeutet denn für uns eigentlich inklusive Bildung und Teilhabe? Denn es ist ein ganz wichtiges Thema und ich bin daher auch froh, dass beide Fraktionen heute dieses Thema hier im Hohen Hause auch besprechen. An den saarländischen Schulen steht für uns vor allem das gemeinsame Lernen und Leben aller Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt, wobei ihre individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten berücksichtigt werden sollen. Unabhängig von der Schulform werden alle Schülerinnen und Schüler gefördert und unterstützt. Besteht bei einer Schülerin oder einem Schüler ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf, unterstützen Fachkräfte mit sonderpädagogischen Fachkenntnissen. Und das alles geschieht sowohl an den inklusiven Regelschulen als auch in den Förderschulen, die das Angebot der Regelschulen ergänzen. Und ich muss in einem Punkt, Herr Wagner, ehrlich, meine Vision wäre, wir bräuchten weniger Förderschulen in Zukunft. Ich wünsche, dass wir irgendwann mal dem Recht auch entsprechen können, dass Kinder und Jugendliche, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, mit Kindern, die das nicht haben, zusammenlernen können im Saarland und dass wir irgendwann nicht mehr darüber reden müssen, neue Förderschulen in diesem Land zu bauen. Das wäre mein Wunsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich verstehe auch den Frust der Eltern, den es heute im Saarland gibt, absolut. Ich frage mich aber ernsthaft, liebe Kollegin Schmidt-Lang, ob der Gesetzentwurf, den Sie heute uns vorgelegt haben, tatsächlich den Menschen hilft. Und ich glaube an der Stelle nicht, denn die Landesregierung, sie tut schon seit Jahren ihres, um dafür zu sorgen, dass Menschen in diesem Land ein Angebot bekommen. Und wir können die Schablone des Ganztags, wie wir sie an Regelschulen können, nicht einfach auf die Förderschulen übertragen, denn das hat ja auch meine Kollegin Frau Holzner noch mal deutlich gemacht, wie unterschiedlich eben auch die Ansprüche an eine Betreuung am Nachmittag sind, beziehungsweise auch, welche Herausforderungen sich Eltern stellen müssen, die Kinder und Jugendliche mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Ob das Therapien sind, ob das aber auch eine Auszeit von der Schule ist, weil ich glaube, wir wissen ja alle, welche unterschiedlichen Bedarfe es dort gibt. Es ist nicht jede Schülerin und Schüler hält es den ganzen Tag aus, in einer, ich möchte das Wort vom Herrn Dörnet verwenden, in einer Schule zu sein. Es ist nämlich keine Verwahranstalt, es ist eine Schule. Ich finde das Wort auch ganz schlimm, dass Sie da regelmäßig nutzen, Herr Dörr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch sehr individuell drauf schauen müssen. Wir brauchen individuelle Lösungen und wir sind ja schon mit zwei guten Projekten im Saarland dabei, genau dafür zu sorgen, aber das reicht nicht. Wir wollen weitermachen und deswegen ist es auch wichtig, dass die Ministerinnen und Minister dieser Landesregierung, und das Gute ist ja bei einer Alleinregierung, dass man hier sich nicht um die Pfründe streiten muss, sondern dass man hier wirklich konstruktiv an einem Tisch sitzt und sich Gedanken darüber macht, wie man das verbessern kann in Zukunft. Und deswegen ist diese interministerielle Arbeitsgruppe auch richtig eingesetzt und wir können da gerne auch im Ausschuss in Zukunft gerne darüber reden, wie wir das in den nächsten Jahren weitergestalten. Aber ein Gesetz, eine Gesetzesänderung des Schulordnungsgesetzes braucht es an dieser Stelle nicht, denn wir sind schon dabei, alles zu tun. Und deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab und bitten daher um Zustimmung unseres Antrages heute. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Glück auf. Es eint sogar das, was Sie gesagt haben. Es wäre schön, wenn wir irgendwann die Förderschulen überflüssig hätten. Das ist eine Vision, die wir haben, weil das ist Inklusion gelebt. Aber ich sage Ihnen das klar und deutlich, die Realität ist einfach eine andere. Wir haben heute so viel schwerst- und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche nochmal, die einfach diesen Schonraum Förderschule brauchen. Und deswegen sind wir so froh, das sage ich auch klar und deutlich nochmal, auch an Sie, Frau Ministerin,
dass wir diesen Weg ja gehen, dass wir einfach den Förderschulen die Möglichkeit geben, diese adäquate Hilfestellung zu leisten. Und ich kann nur nochmals sagen, Märschingen haben wir doch zusammen auf den Weg gebracht, liebe Kollegin Martina Holzner. Und wir wollen nicht nur Märschingen, wir wollen auch in Baldersweiler, in Mainzweiler und an anderen Orten die Möglichkeit haben, dass Eltern, die wirklich, und da bin ich bei dem Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Saarpfalz, Jutta Schmidt-Lang, dass wir einfach für diese Menschen da sind. Und diese Chance, diese vertun sie heute, und es ist um Gottes Willen keine Zeitverschwendung, es ist Menschenrecht, und dafür treten wir heute mit unserer Gesetzesänderung ein. Herr Abgeordneter Haas, wünschen Sie noch das Wort dazu? Bitte, das Saalmikro kommt von der Seite. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Scharf. Ich denke, Sie haben ja zu Beginn auch Ihrer Kurzintervention ja noch mal klargestellt. Wir liegen bei unserer Vision nicht weit auseinander. Mir ist auch die Realität bewusst. Und wir fragen uns regelmäßig auch im Bildungsausschuss, warum wir diesen enormen Anstieg an Schülerinnen und Schüler haben mit sonderpädagogischem Förderbedarf, gerade an den G-Schulen. Das ist etwas, wo wir uns alle fragen, warum ist das so? Und ich bin aber der Überzeugung, wir müssen daran arbeiten, dass die Regelschulen inklusiv werden. Denn Sie haben es angesprochen, das ist ein Menschenrecht. Und es ist ein Recht von Menschen mit Behinderung, auch an Regelschulen beschult zu werden. Deswegen muss unsere Kraft dahin gehen, zu gucken, dass wir den Schülerinnen und Schülern an Regelschulen die Möglichkeit geben und wir dann zu unserem gemeinsamen Ziel kommen, die Förderschulen irgendwann in diesem Land überflüssig zu machen. Vielen Dank.